Hallihallo meine Lieben und willkommen zu meinem neuen Video. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Heute wird es ein bisschen aufregend und ein bisschen anstrengend. Wahrscheinlich mehr für den Julian als für mich. Wir werden nämlich heute mal anfangen, ein paar Umzugkartons zu packen. Irgendwann muss man ja auch mal starten. Für alle, die sich jetzt fragen, hä, zieht ihr um? Dann habt ihr mein letztes Video wahrscheinlich noch nicht gesehen. Da haben wir euch nämlich erzählt, dass wir umziehen werden und das schon sehr, sehr bald. Die Zeit rast und es bleibt jetzt ungefähr noch eine Woche. Echt mega ungünstiger Zeitpunkt. Wisst ihr, vor einem halben Jahr, oder sagen wir vor einem Jahr, wären wir da umgezogen, hätten wir alles schön zusammen gemacht. Ja, und ich kann halt wirklich fast gar nicht mehr helfen. Ich kann mich halt oder soll mich nicht mehr so viel bücken, ich soll ja nicht mehr schwer tragen und jedes Mal tut es mir leid, dass der Julian alles alleine machen muss. Aber es ist nun mal jetzt dieser Zeitpunkt, noch eine Woche und dann sind wir hier raus. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal einen Umzug mitgemacht habt. Die letzten Umzüge von uns waren, also das kann man nicht Umzug nennen. Das war sowas von unorganisiert und irgendwie haben wir uns zu 0% gebessert. Wir sind 0% vorbereitet. Das haben auch voll viele geschrieben, wie sitze ich ja eigentlich schon wieder, dass wir ja voll wenig private Gegenstände hätten und keine Ahnung was. Das stimmt auf jeden Fall. Das will ich auch im Haus auf jeden Fall ändern, auch für den Kleinen. Aber wir haben halt zum Beispiel keine Bilder und sowas alles hängen, weil das irgendwie, weil wir so oft vloggen und filmen, das irgendwie so, weiß ich, das soll so privat sein. Aber alleine schon Schränke. Also wenn man mal überlegt, wir haben eigentlich diesen Schrank hier. Dann haben wir, wo die Geckos draufstehen, den Schrank. Und wir haben unseren Kleiderschrank. Und noch einen kleinen Schrank im Bad. Also wir haben halt echt irgendwie nicht so viele Möbel, wo viele Sachen drin sind. Ich glaube, während man anfängt, fängt man an zu realisieren. Nein, ich wollte sagen, ich glaube, wenn man einmal startet, dann fängt man an zu realisieren, wie viel Arbeit es doch im Endeffekt ist und wie viel Kleinkram sich so angesammelt hat über die Jahre. Könnt ihr euch noch an das Video im Dezember erinnern, als ich meine Schwester verarscht habe? Also, was heißt verarscht? Ich habe ihr eine Las Vegas-Reise geschenkt, aber wir kamen mit so einem XXXL verpackten Geschenk an und darunter waren, um das auszufüllen, halt ganz viele Umzugkartons. Und die Umzugkartons habe ich mir letztens bei meinen Eltern wiedergeholt, weil die heben ja immer alles fein auf. Ich habe schon drei gepackt. Ja, der hat auf jeden Fall richtig Bock, jetzt gleich anzupacken. Scheiße, wir wollten noch so eine Figur machen. Oh nein, das wäre so cool mit dem Riesen. Wie geil wäre das? Oink. Das wäre echt cool. Was ist das für ein Bauch hier? Übrigens, wenn wir über meinen Fettbauch reden, der wird einfach so dick im Moment, dass mir diese Schwangerschaftshosen sogar zu eng werden. Hier oben dieser Bund ist einfach so abnormal eng, dass der mir... Das ist jetzt echt verstört. Irgendwie bin ich so richtig unmotiviert. Wir haben jetzt 1,5 Stunden später, wir haben Julians Video gerade fertig gedreht, er sitzt jetzt gerade drüben und schneidet. Und ich bin so unmotiviert, weil ich einfach nicht weiß, mit was ich anfangen soll. Das ist einfach so anstrengend, obwohl ich noch gar nichts gemacht habe. Ich laufe die ganze Zeit durch unsere Wohnung und gucke mir alles an und denke mir, was will ich mitnehmen, wie sortiere ich die Umzugkartons, dass nicht alles durcheinander rumfliegt. Und ich weiß einfach nicht, wie ich es machen soll. Ich glaube, ich beginne jetzt einfach mal, indem ich mir einen Umzugkarton schnappe und den einfach mal aufklappe. Und jetzt müssen wir uns irgendeinem Raum widmen. Hier stehen halt so Sachen wie zum Beispiel unsere Anlage, die natürlich mit soll. Aber sowas packt man ja nicht in einen Umzugkarton, oder? Wir beginnen jetzt. Ich muss mich selbst motivieren. So, ich habe mich dazu jetzt entschieden, an einer anderen Ecke mal weiterzumachen. Und zwar, hier ist einfach noch so viel Zeug, so viel Babyzeug. Und ich dachte mir, das räume ich jetzt auch alles nochmal in einen zweiten Babyumzugskarton. Die meisten Anziehsachen habe ich schon gewaschen und die sind alle da hinten schon in einem der Kartons. Ich lege unten erstmal die ganzen Anziehsachen hin, die jetzt noch übrig geblieben sind. Ach, die Handtücher. So süß. So. Und jetzt haben wir hier so einen Karton gemacht, wo wir alles Mögliche reingetan haben. Wir haben ja auch so viele tolle Sachen geschickt bekommen und so viele Dinge, die wir jetzt am Anfang noch gar nicht brauchen. Zum Beispiel so Nuki-Flaschen und so. Gar nicht mal
schlecht. Das ging jetzt echt schnell. Da haben wir's. Was habe ich euch gesagt? Jetzt hat die Bibi mich verdonnert zu packen. Ich schwöre euch, ich habe wirklich... Ach Mann, ich muss erstmal die Kamera hier aufstellen. Ich habe wirklich gar keine Ahnung, wie man jetzt packt, was man packt, wo man anfängt. Ja. Ich weiß nur, auf jeden Fall hier oben habe ich sehr viele Sachen immer in die Tüten reingepackt. Videomaterial und sowas. Ach du Scheiße. Das sind alles Taschen. Ich habe eine Tasche voller Taschen gefunden, Bianca. Wie geil, meine ganzen Taschen. Ist sogar irgendwas drin. Cool. Also meine Stauballergie kommt auf jeden Fall heute mega an. Ja, aber guck mal, das muss man jetzt nicht in den Karton packen. Das kann man ja auch so transportieren. Jetzt soll ich packen? Jetzt soll ich anders packen? Nein. Ich gehe lieber kacken. Da gibt es immer diesen Kurs. Mach wie du willst. Hauptsache, du machst überhaupt irgendwas. Boah, jetzt kommt der entscheidende Moment. Was ist in diesen Tüten drin? Da sind meine Schuhe drin. Da sind Schuhe drin, okay. Okay, schwerer als ich dachte. Hä, hey, was ist das denn da hinten? Was, ja, was da lose rumliegt? Ja, dass manche Sachen einfach verschollen gehen. Nein, die haben wir in L.A. gekauft. Das kannst du aufblasen und dann hast du so einen Ball, wo du reinsteigen kannst. Und dann kann man damit gegeneinander laufen. Das können wir bei uns im Garten drehen. Ja. Also wenn du nicht mehr schwanger bist. Ja, schon klar. Ah, unsere einzigen Bücher, die wir im Haus haben, liegen da. Da sind meine Bücher. Ich habe die überall gesucht. Du kannst sie doch nicht einfach auf dem Schrank verstecken. Eine iPhone-Verpackung. Bitte lass da noch ein Aufladekabel drin sein. Oh, Scheiße. Ich bin die böseste Tochter auf der ganzen Welt. Julian, das habe ich... Ist das, was du deiner Mama zu Weihnachten... Ich habe meiner Mama ein iPhone zu Weihnachten geschenkt. Und dann habe ich gesagt, ich nehme es wieder mit, um dir das einzurichten und alles. Und ich habe es komplett vergessen. Und meine Mama hat sich einfach nie mehr daraufhin gemeldet, weil es ihr wahrscheinlich unangenehm war. Ich bin so böse, ich heul jetzt gleich. Es tut mir so leid. Nein, nicht heul, du heulst wahrscheinlich echt gleich. Das tut mir so leid. Gib mir das Handy. Ich mach das jetzt sofort und bring das meiner Mama. Was ich dummes Arschloch. Oh Gott, ich fühle mich gerade so schlecht. Kennt ihr diesen Moment, wenn man sich so schlecht fühlt, so elendig schlecht, dass man selbst sich verprügelt? Boah, deine Mama hat echt viel darüber geredet und hat sich riesig gefreut. Das. Halt deine Fresse. Sag noch einmal. Ich fasse zusammen. Halt, ich fasse zusammen. Die Bianca hat ihrer Mama das geschenkt. Ihre Mama hat sich riesig gefreut. Die Mama hat es ihr niemals gegeben. Boah, ich bin gerade richtig am Schwitzen. Ich frag mich gerade so über mich selbst, aber das kann doch nicht wahr sein. Aber Leute, seid nicht sauer auf die Bianca sowas. Macht die einfach nicht extra. Die würde sich total freuen, wenn ihre Mama das Handy hätte. Wie so eine Diamantsuche gerade. Wie kommt das denn überhaupt dahin? Keine Ahnung. Ah, weißt du was? Es ist aber auch deine Schuld. Nein. Hier endet die Szene, wirklich. Ja. Wollt ihr mal sehen, was ich hier für eine Riesenbox habe? Hier ist immer so Videomaterial, was ich ab und zu mal gedacht habe. Kaufst du mal vielleicht eine Schleimpistole? Brauche ich. Eine Ballonpumpe? Brauche ich. Das macht jetzt auch keinen Sinn, das alles umzuräumen. Ich werde doch eh bei jedem Teil sagen, brauche ich. Okay, überspringen wir das. Was? Ein aufblasbares, selbstfahrendes Auto? Alles gut, Bibi? Oh, jetzt komme ich mit der Kamera, jetzt fühle ich mich schlecht, jetzt hole ich auch gleich. Das sind meine Hormone. Eine Schwangerschaftshormone. Das tut mir so leid, dass ich meiner Mama. Bibi, das ist ein Handy. Du schenkst deiner Mama in Dauer Sachen. Das hast du halt vergessen. Das ist so scheiße. Bibi, komm, jetzt hör auf zu weinen. Okay, ich pack die Kamera mal weg. Oh Mann, also sorry Leute für meinen emotionalen Ausbruch gerade eben. Es ist echt anstrengend. Ich glaube, ich hätte mich genauso geärgert, wenn ich jetzt nicht schwanger gewesen wäre, aber es stimmt schon. Ich bin schon etwas emotionaler, seitdem ich schwanger bin und fange vielleicht auch schneller an zu weinen. Aber ihr könnt bestimmt verstehen, dass ich mich darüber so geärgert habe. Egal, warum ich jetzt diese Szene eigentlich anfange, ich weiß nicht, ob ihr im Hintergrund diese lauten Geräusche hört. Der Julian sitzt gerade drüben und ich glaube, wir müssen die ganze Umzugskartons-Packaktion auf morgen oder übermorgen verschieben. Es ist nämlich was dazwischen gekommen, was ich nicht im Kopf hatte. Und zwar kämpfen heute die beiden YouTuber KSI und Logan Paul. Und der Julian will das unbedingt gucken und fiebert da echt schon die ganzen letzten Wochen hin. Deswegen sitzt er jetzt drüben und hat selbstverständlich keine Lust mehr, hier jetzt weiter zu packen. Wir haben jetzt 18 Uhr. Der erste Kampf beginnt, glaube ich, in einer halben Stunde. Und dann geht es irgendwie in 2 Stunden wieder los. Und keine Ahnung, wie lange diese Übertragung jetzt ist. Auf jeden Fall haben wir jetzt gesagt, wir hören jetzt auf zu packen. Wir haben wenigstens einen Karton geschafft zu packen und einen halben und machen das Ganze dann die Tage weiter.
Aber ihr müsst mir unbedingt mal einen Daumen nach oben geben, wenn ihr wollt, dass ich euch dann wieder mitnehme. Denn es ist auf jeden Fall noch viel zu machen und ich werde bestimmt auch ganz viel aussortieren, gerade aus meinem Kleiderschrank und aus meinem Schminkschrank. Und da sind bestimmt ganz viele Sachen dabei, die ich dann vielleicht auch an euch verlosen kann oder die ich verschenken möchte. Deswegen, wenn ihr Bock habt, dass ich euch die nächste Zeit, die nächste Woche eigentlich ja nur noch, trotzdem mitnehme in einem Vlog oder in so einem Umzugsvideo, dann unbedingt Daumen nach oben. So, wir haben den Livestream hier auf dem Fernseher angemacht. Ich würde sagen, wir melden uns gleich wieder. Wir wollen nochmal versuchen, eine Kokosnuss zu öffnen. Nachdem die letzten drei alle schlecht waren. Ja. Habt ihr auch immer so Pech mit Kokosnüssen? Schreibt mal in die Kommentare. Bei uns sind die einfach alle immer verschimmelt. Geil, die sieht gut aus. Die sieht richtig gut aus. Die ist richtig gut. Übrigens, Leute, sorry, dass heute vielleicht nicht ganz so viel Aufregendes passiert ist. Der liebe Julian hat sich nämlich ein bisschen verrechnet und wir haben 4 oder 5 Stunden zu früh eingeschaltet. Und es waren die ganze Zeit andere komische Kämpfe vorher. Ja, ich weiß. Das war ja alles. Wir wollten eigentlich noch los danach und rausgehen, was Cooles fürs Video machen. Das haben wir jetzt alles nicht geschafft. Es tut mir wirklich leid. Ich habe das mit dieser Zeitumstellung irgendwie voll vercheckt. Team EST, BST und ich dachte irgendwie, es würde 4 Stunden vorher. Ja, tut mir leid. Aber ihr müsst auch verstehen, ich bin im Moment so kaputt, gerade die letzte Woche. Ich habe immer wieder so dolle Bauchschmerzen, lege mich immer ein bisschen hin, bin so kaputt und ich versuche natürlich trotzdem meine Videotage einzuhalten und euch so gut wie ich kann dann einfach den Tag mitzunehmen. Ich würde euch empfehlen, jetzt mal flott Julians Video anzuklicken. Den Link findet ihr ganz, ganz oben bei mir in der Infobox, denn ich gehe mich jetzt abschminken und dann schlafen und somit beende ich jetzt dieses Video. Aber wie gesagt, beim Julian geht's weiter. Er hat ganz viele Fragen für euch beantwortet und hat einfach mal über seine bzw. unsere Sorgen und Ängste, über die Geburt gesprochen und ganz, ganz viel mehr. Deswegen schaut da unbedingt mal rein. Es ist echt schon sau spät. Ich bin echt müde und ich mache jetzt das Video noch schnell fertig, damit es morgen pünktlich für euch online gehen kann. Und das war es mit dem Video. Damit verabschiede ich mich von euch. Dankeschön fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal, beziehungsweise jetzt bei Julians Video. Tschüss!